Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Krass Klassenfahrt. Leute, es geht weiter. Wir haben noch zwei Folgen übrig, dann ist die Staffel vorbei. Und dann haben wir noch Staffel 3. Und Staffel 4 ist auch schon bald draußen, Leute. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Leute, die Folge heißt, der Dreier wird wahr. Der Dreier wird wahr. Leute, falls ihr bis jetzt noch nicht... Was ist das gerade für ein komisches Standbild hier? Ah, fixed it. Falls ihr bis jetzt noch nicht alle Folgen gesehen habt, Leute, ich habe natürlich eine Krass-Klassenfahrt-Playlist erstellt, wo ihr alle Folgen, die bisher draufgekommen sind, mit mir zusammen anschauen könnt und alles mitversteht, Freunde. Was passiert das alles, Alter? Es gab schon so viele Aufreger. So oft lag ich schon am Boden. Letzte Folge lag ich wirklich am Boden, da habe ich Liegestütze gemacht. Anderes Thema, Freunde, wir schauen rein. Ich bin sehr gespannt, der Dreier wird wahr. Ich hoffe, ey, ich hoffe einfach, dass es positive Auswirkungen haben wird oder dass es nur Show ist oder... Mal sehen. Und was ist mit Pimli, Leute? Kegel, ihr könnt mich gerne Didi nennen. Ganz einfach Didi, Didi, Ehrenmann. Ich bin Talentcaster von der Show Das Supertalent. Doch, meine Coolheit, Alter, die ist fucking unendlich. Stanley! Also, du bist echt das schönste Mädchen, was ich jemals gesehen habe. Ich zieh morgen nach New York. Was? Ehre. Ach man, Pimli, Alter. Pimli? Ja. Ich habe super Neuigkeiten für dich. Oh nein. Du? Es wird jetzt ja gerade alles schlecht. Es wird jetzt ja gerade alles schlecht für ihn. Er darf jetzt da auftreten. Du wirst ein Teilnehmer von der Show. Bitteschön. Danke. Kann ich auch mit zum Bahnhof nehmen. Hast du echt super gemacht, Junge. Hast du dir verdient. Dankeschön. Dann sehen wir uns gleich. Ja, super. Oh nein. Es genau ist jetzt doppelt Leute schlecht. Brauchen wir für unsere Show. Ein gutes Talent, eine schön schreckliche Schicksalsstory, verlassen vom Freund, gezwungen in ein anderes Land zu ziehen, das sind die großen Gefühle. Ach so. Ich dachte jetzt, er bekommt den Brief, darf mitkommen, aber er denkt sich so, alles ist positiv, aber ich muss in ein anderes Land. Also geht das doch noch klar. Das wäre zumindest eine positive Sache, wenn er wirklich da mitmachen kann noch. Ich hoffe es vom Herzen. Vom Herzen. Vom Herzen. Vom Herzen. Vom Herzen. Ach Mann. Oh nein, jetzt stehen da alle. Was ist dein Kopf? Er geht jetzt echt. Er ist jetzt echt weg dann. Och, Georg. Ey, das ist echt traurig, Mann. Das ist echt traurig. Have you ever felt like someone who's meant to be somewhere else? Caught inside a state of mind where nothing is really making sense. Er ist weg jetzt, dann. That's why I've been left here on. Ey, die Umarmung geht ins Herz, Alter. Die Umarmung, Leute, die geht ins Herz. Die geht echt ins Herz, Mann. Sister. Dodged, Alter. Dodged. Ay, das tut weh, Digga. Dodged. Dodged. I've been lost far too long. I can't see. I'm trapped in dark. Don't look back. Life has turned it back on me, it would seem. Brother, help me up, I've fallen down. Brother, help me up, I've fallen down. Das war echt traurig, Mann. Georg, sag doch jetzt mal bitte. Ja, das ist hier der Fetch-Zyklus, der... Der Fetch-Zyklus. Der Mainframe. Ich habe so lange jetzt schon gewartet und du arbeitest doch so lange schon an deinem Computer. Ich
muss wissen, wer meine Eltern sind. Ich habe Probleme beim Outsourcing. Ich muss das noch... Bitte. Oh shit. Oh shit, was hat das? Was ist gleich? Oh. Wir haben ein Ergebnis. Oh. Was ist das? Safe ist ein safe Adelige, richtig Berühmte oder sowas. Albert Einstein war dein Ur-Ur-Urgroßvater oder sowas. Ich seh's doch. Ich seh's doch. Es ist so traurig, dass Pimli auf einmal wegfahren musste. Ja, Mann. Ich hab ihn gerade lieb gewonnen. Das ging jetzt auch so. Aber cool, dass die zusammen abhängen. Aber die Folge Geister 3 wird wahr, Leute. Ich hab Angst, dass das alles wieder ruinieren wird. Plötzlich. Hilfe! Mhm. Der arme Junge, jetzt, er wird einfach so aus dem Leben gerissen und ist jetzt einfach weg. Ja. Safe ist echt scheiße, Mann. Was sollen wir machen? Oh mein Gott, ich hab grad die Nachricht von meinem Management bekommen. Du bist jetzt auch unter Vertrag. Du darfst wieder Videos hochladen. Nein, doch! Oh mein Gott! Das ist wirklich Ehre. Nur, dass... Danke! Ehrenaktion. Kein Problem. Du musst dich, glaube ich, eher bei Stanley bedanken. Das war nicht meine Idee. Ja, aber ich meine, ohne dich wäre das ja nicht möglich gewesen. Aber es war seine Idee. Ich habe nur gehandelt. True. Das ist schon süß von ihm. Total. Ich weiß auch gar nicht, wie ich ihm dafür danken soll. Leute, ich wüsste da, also... Ich glaube, ich wüsste da was. Oh! Doppelte Augenbraue, Leute. Und was? Das wird vielleicht nicht ganz zu mir und meiner Art passen. True, true. Aber ich weiß, dass Stanley ist mein Freund. Und vor allem nach dieser Überraschung weiß ich, dass er wirklich nur mich liebt. Deswegen könnte ich ihm ja auf rein erotischer Ebene so eine Freude machen. What? Also, what? Können wir den Prank theoretisch ja... Realität werden lassen. Okay. Ja. Safe Jürgen. Ja, war klar. War klar. Lass wieder an der Bushaltestelle treffen. Nein. Ja. Wie geht's? Ach, Mann. Ja, wie soll's mir denn gehen? Ja, super duper, würde ich sagen. Ich meine. Es ist alles ziemlich doof gelaufen. Pimli und ich haben uns jetzt gestritten und er ist jetzt weggefahren und... Hast du ihm das erzählt? Ja, klar. Oh, es tut mir so leid. Ich meine, ich liebe ihn doch. Ja, ich weiß. Ja, dann hättest du es nicht verheimlichen müssen. Ich hab das halt noch nie er hat zu lange verheimlicht, hätte ihn wirklich geliebt, hätte direkt zu ihm gehen müssen und direkt alles erklären müssen. Es war seine Schuld, er hat mich geküsst, bla 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 bla. Macht. Ja, es ist ziemlich doof gewesen, dass es mit mir gewesen ist. Ja. Ich dachte, du hast das gemerkt. Es tut mir leid. Aber wieso führt ihr keine Fernbeziehung? Auf die Entfernung? Wie soll das denn bitte schön funktionieren? Ich meine, wie oft sollen wir uns denn sehen? Einmal im Jahr? Ja. Erstens, Liebe hat keine Grenzen. Und zweitens, ihr könnt videotelefonieren. True, true. Ey, true. Das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. True. Siehst du? Ja, ich frage ihn mal. Und der Liebe steht gar nichts mehr im Weg. True. Er versucht das zumindest wieder auszubaden, so wieder gut zu machen. Da gebe ich ihm Pluspunkte für. So, wir haben ja hier das Ergebnis vom Test. Kann ich mal gleich gucken. Also dein Vater heißt Andreas und Andreas. Deine Mutter heißt Dominique. Okay. Oh, hier sind auch, warte kurz. Hier habe ich auch Bilder jetzt. Bilder? Was ist das für ein Algorithmus, by the way? Aber egal, never mind. Ich hab's nicht gecheckt, Digga. Ich hab's nicht gecheckt mit Andreas und Dominik. Jetzt macht einiges Sinn, Alter. Jetzt wird mal einiges klar. Jetzt, wo ich das so sehe, Leute. Aha. Aha. Jetzt wird mal einiges klar von. Das Bild von Kenneth passt perfekt in die Mitte, Alter. Und die Domme aus dem Fernsehen. Kennst du die nicht, Georg? Das sind meine Eltern! Jetzt wird mir einiges klar, Leute. Ich glaub's nicht. Domme und Andreas sind meine Eltern. Ja. Das erklärt, warum ich so viele Talente hab. Das stimmt. Und warum ich Erster beim Voting wurde. Stimmt. Schon meine Eltern waren Stars. Ja.
Vielleicht kann ich jetzt auch berühmt werden. Also ich kenne diesen Psychiater einiges. Eigentlich gar nicht. Aber ich freue mich sehr für Kenneth, weil er mittlerweile mein bester Freund ist. Oh. Ey, Leute, wenn noch einmal die Bücher kommen, ja, ich weiß nicht, was ich mache, Leute. Ich weiß nicht, was ich mache. Ach, Leute, jetzt kommt das ja schon. Oh, das wird unangenehm, Alter. Warum seid ihr so angezogen? Hä? Was macht ihr? Gar nichts. Boah, okay. Warum seid ihr so? Uff, unangenehm, Leute. Uff. Ach so? Ach so? Ich weiß nicht, was du meinst. Rutsch mal rüber. Ich? Ja. Okay, ja. Aber da bin ich echt nah an ihr auf, ne? Hä? Leute. Leute. Alter, so eine Situation hart zu handeln, Bro. Hart zu handeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Aufhören, stopp! Was? Was? Halt! Das ist eine Once-in-a-Lifetime-Situation. Once-in-a-Lifetime, Leute. Once. Einmal. Uno. 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 Como uno. Tampoco. Spanisch-Profi. Grüße gehen raus an Anni, Alter. Hi, Fernando. Hey. Hi. Du, ich wollte dir noch, ich wollte dir eigentlich sagen, es tut mir wirklich leid, was alles so die letzten Tage so passiert ist. Okay. Ist schon okay, ich glaube. Was? Also vielleicht war ich auch ein bisschen zu eifersüchtig, also was passieren und naja. Na. Ja, Wie geht's dir denn sonst so? Super, weißt du? Super. 18:07 Uhr, Alter. Am 18.07. habe ich Geburtstag, Leute. Zufall oder Schicksal? Ich glaube, es ist einfach nur Zufall. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, gerade, dass ich bald weg bin. Und es fühlt sich nicht so gut an, euch alle nicht mehr wiederzusehen und dich nicht. Und ich weiß gerade gar nicht, wie es weitergehen wird. Und sitzt er nicht einfach in der Treppe, wo immer gedreht wird? Ich bin deswegen ziemlich aufgelöst, aber ja, mal sehen. Du, bin so ein bisschen in mich gegangen und ich habe einen Vorschlag. Was hältst du davon, vielleicht eine Fernbeziehung zu führen? Meinst du das ernst? Ja. Natürlich, Pimni, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch. Also, klar, gerne. Ja, ey, das ich freut mich. Ich werde oft in Deutschland sein, also. Das freut mich. Sehr gerne. Ah, das ist voll toll. Ich glaube, mein Vater kommt jetzt runter. Wir telefonieren später nochmal, okay? Okay, ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch einfach. Okay, das macht mich schon happy, okay, Alter. Mach's gut, Fernando. Okay, Ciao, ciao. Ja. Wir sehen uns, Leute. Okay. Ciao. Okay. Was ist bei Stanley los, Leute? Hier passiert gerade der andere Dreier, Leute. Ich sag's euch. Ich muss irgendwie in Kontakt treten. Auf jeden Fall. Kannst du mich im E-Mail schreiben? Kann ich dir bestimmt auch mal helfen. Danke, Georg. Laie? Was steckt jetzt hier für eine Party, Alter? Ja, wir wollten fragen, ob ihr mit uns auf ein Date kommen wollt. Gehen wir laufen? Ja. Also nein, ein Doppeldate. Zu viert. Das wollte ich schon immer mal machen. Ja, komm. Wir können ja Bäume angucken oder so. Sterne gucken. Ja, wir können auf jeden Fall rausgehen. Ja, wir können. Komm. Ja, ja, los. Das ist cool, super. Oh. Kenneth. Also das ist echt aufregend. Also von so einem Doppeldate träume ich schon so lange. Und also dass man sich, also zwei Pärchen sich
treffen und was unternehmen und sich austauschen. Das wird ein Riesenspaß. Für die ganze Familie. Wisst ihr, ich glaube, es juckt so. Es ist, ich glaube, als was? Ich damals noch was? 30 Tagen mit 30 Mädchen was hatte, vor dir, ja? Ich glaube, da habe ich mir irgendwas geholt unten. Oh nein, Bro. Das hört sich ganz nach einem Genitalherpes an. Das ist, ich hab... Oh doch. Ich glaube, es krabbelt manchmal was auch. Verbrennt es, Alter. Ich würde das mal checken lassen. Ja. Es krabbelt? Aber das kann gar nicht sein, weil wenn du sowas hast, dann müsste ich das ja auch haben. Ja, vielleicht hast du mal geguckt. Ich weiß ja nicht. Juckt's vielleicht? Oh mein Gott. Ich kann nicht glauben, dass es bei mir jetzt auch angefangen hat. Ich meine... Hey Leute, so langsam bei mir juckt's auch, weil ich da nur drüber nachdenke und das höre, Alter. Ich habe jedes Mal aufgepasst, dass wir verhüten. Und ich finde, das zeigt einfach nur, dass man nicht genug aufpassen kann und sich und seinen Partner vor dem Sex immer... Am besten direkt ein Rhino-Schild verhüten, Leute. ...prüfen lassen sollte. Katastrophe. Das sind echt schöne Sterne, Mann. Bro. Das sieht echt richtig schön aus. Ja, Mann. Ja, es ist so romantisch. Ja. So ein Doppeldate ist echt was Schönes. Das ist die beste Klassenfahrt, oder? Ja, das ist das Beste, was uns passieren hätte können. Vor allem die richtigen Menschen am richtigen Ort. Stimmt. Hattest du schon mal einen Waldsex? Im Wald? Ja. Nee, also. Okay, komm mit. Huch. Eine Sternschnuppe. Das ist ein Komet, der in die Erdatmosphäre kommt und dann verglüht. Das ist echt sehr krass. Interessant. Weißt du viel? Wieder was gelernt heute. Ja. Weißt du, ich glaube auch an Paralleluniversen. Das ist same, ein, same, ein ganz Bruder. Interessantes same. Thema. Same. Und es könnte ja sein, dass in irgendeinem Paralleluniversum wir zusammen sind. Vielleicht auch mit anderen Namen oder... Wir könnten Lea und Jamie heißen. Das wäre doch witzig. Ah, kleiner Insider, weil sie zu dem Zeitpunkt in Wirklichkeit zusammen waren. Und Lea und das, also die Schauspieler heißen Lea und Jamie halt, aber wisst ihr, same. Aber ja, mittlerweile sind sie nicht mehr zusammen, hoch. Ja. Warte, denkst du, wir sind ein Paar? Oh, ja, endlich. Mashallah, Ehre, Alter, endlich. Oh, das war's schon. Okay, Freunde, wir hören auf zu schauen. Leute, die nächste Folge ist das Staffelfinale. Ich bin echt gespannt, Leute. Das ist Staffelfinale. Oi, 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 oi. Staffelfinale, Leute. Staffelfinale. Ich bin gespannt, wie das Ganze enden wird in dieser Staffel, Leute. Oh nein, ich sehe da doch schon was. Jetzt wurde ich gespoilert, Leute. Jetzt sehe ich schon was, was ich gar nicht sehen will. Wollte ich nicht sehen, Leute. Gut, wir sehen uns bei der nächsten Folge, Leute. Ich möchte jetzt nicht drüber nachdenken. Wir haben noch eine wunderschöne Zeit vor uns. Habt auf jeden Fall Spaß heute noch. Lasst den Video-Daumen nach oben da und dann sehen wir uns auf einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh so wie immer und ciao, Leute.